So, jetzt kann ich mich nicht mehr drücken. Im Februar habe ich die Challenge bekommen. Es ist doch schon ein bisschen spät. Aber die ganze Zeit ist mir der Lichtsetzer Thorsten untergekommen. Da war doch was, da war doch was. Ja, habe mich schon richtig verfolgt. Aber ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich habe das erste Mal Analogfotografie gemacht. Ich habe das vorher noch nie gemacht. Und dann Straße auch noch, habe ich auch noch nie gemacht. Es war wirklich, es war eine Herausforderung. Ja. Also ich hoffe, ihr habt ein bisschen viel Spaß gehabt. Und passt auf, wenn der Lichtsetzer Thorsten kommt mit der Challenge, lauft, lauft. Es wird heftig. Hi, grüßt euch und habe die Ehre. Jetzt ist endlich soweit die Challenge vom Thorsten, vom Lichtsetzer. Der hat mir ein Paket geschickt gehabt. Da war oder ist eine Analogkamera drin. Könnt ihr euch mal anschauen. So schaut das gute Stück aus. Also ganz was Altes. Hinten rein kommt ein Film und ich soll damit Straße machen. Hier ist der Schwarz-Weiß-Film, hat auch dabei dazugelegt. Wunderbar. Morgen kommt ein Freund von mir, der Bernie, und der zeigt mir, wie man den Film einlegt. Vielleicht könnte ich es auch hinkriegen, aber es wäre schade drum, wenn ich den Film gleich beim Einlegen versemmeln. Kannst du eigentlich das auch machen, ist klar. Okay. Film in dem Fall natürlich mit dem Loch in die Spule. Eiling, so drüber, in der Zunge, bis daher. So. Okay. Da muss halt der Zahn durchschauen. Ach so, das ist Die die Präparierung Zirkel. ist nur, dass der Okay. Film weiterläuft. Okay. Dann machst du zu. Okay. Aha, der tut mir nichts. Einmal Abdrucker, zweimal Abdrucker. Ich mache jetzt ein drittes Mal. So, da müsste eigentlich dann der Einser da stehen. Ah ja. Ja, perfekt. Jetzt ist die scharf. Finde ich gut. Dann gehen wir los. So hast du im Normalfall 36 Belichtungen. Wenn es Glück hast, vielleicht sogar 37. Wenn es ganz gut läuft, 38. Ja. Ja, also je nachdem, wie es eingelegt wird. Das Echt jetzt? variiert einmal, ja. Und dann werden wir in Traunstein ein bisschen Straße fotografieren. Bin ich schon ganz schön gespannt. Dazu hat er am 9. Februar war das schon. Am 9. Februar, Wahnsinn. Spielregeln analoge Fotografie. Ich lese euch das mal kurz vor. Moin, hier die Spielregeln. Kamera und ersten Film Schwarz-Weiß liegen dabei. Die Kamera dürft ihr nach der Challenge behalten oder jemanden anderes damit herausfordern. Hashtag Lichtsetzer analog. Müssen wir noch überlegen, vielleicht schicke ich jemanden. Es gelten nur analoge Bilder, das heißt, sie müssen auch auf Papier in die Kamera gezeigt werden. Ich meine in die Videokamera. Also wahrscheinlich werde ich die Fotos einscannen und auf Papier werde ich es dann beweisen, dass ich es richtig entwickeln habe lassen. Normal müsste es das Einzelmaß, so muss ich das alles ausschneiden. Wäre ja übermorgen jetzt fertig. Es müssen alle Bilder gezeigt werden, auch die nichts geworden sind. Es wird schwarz-weiß in schwarz-weiß fotografiert. Es dürfen nur sogenannte Street-Fotos gemacht werden. Das heißt, was man als Street verstehen kann. Waldfotos, Blümchen oder Wilddingsterbumster sind nicht erlaubt. Mist. Wilddingsterbumster, ja, könnt ihr. Neuntens, Spaß haben auf allen Ebenen und schwitzen sollt ihr. Spätestens Anfang Juni. Heute haben wir den 3. Juni. Ach, 2024 hat der Thorsten Dick. Angestrichen, der kennt mich ja. Perfekt. Ja, da kommt morgen der Bernie. Der hilft mir jetzt nur beim Film einlegen. Fotografieren tue ich dann natürlich selber, sonst hilft mir keiner. Und dann werde ich mit ihm da Straße machen. Die Zeit macht es natürlich noch mehr Spaß. Also, freuen wir uns drauf. Ach, ist das entspannend. Oh, gibt nichts Besseres.
just know something bad is going to happen. Jungs, die Pakete sind auf der Reise. Ich wünsche euch viel Spaß und ich freue mich. Pancake. It's an arrow at the bottom. So, jetzt schauen wir mal, der Bernie hat schon angerufen, der müsste eigentlich auch die nächsten paar Minuten da sein. Ich habe noch gar nichts zusammengepackt, noch gar nichts, aber die Ausrüstung, glaube ich, wird leicht. Die Dani geht mit. Also so leicht unterwegs war ich schon lange nicht mehr. Wird ganz spannend. Und da nehme ich jetzt auch gar nicht mehr mit, einfach nur die Kamera und kann mich da voll drauf konzentrieren. Ich freue mich auf jeden Fall, weil der Bernie macht schon lange Analogfotografie, auch Schwarz-Weiß-Fotografie. Schaut unbedingt mehr auf seinen Kanal, ist ein kleiner. Der Bernie ist ein total wilder Hund mit der Drohne. Genial. Das Geräusch. Kindheitserinnerungen. Geh aus meinem Bild. Ja. Na super, danke Thorsten. Eine analoge Kamera. Keine Nachbearbeitung, keine Vorschau. Ganz klassisch. Naja, wenn Thorsten glaubt, dass ich das nicht hinkriege, dann wird er sich wundern. Flüsternd, das ist es. Einfach den Moment einfangen. Richtiger. Eines noch. Komm schon, geschafft. Mal sehen, was Thorsten dazu sagt. Ja, das sind echte Momente. Keine digitalen Spielereien. Nur Licht, Schatten und Zeit. Vielleicht hast du doch recht, Thorsten. Manchmal ist weniger mehr. Die größte Herausforderung jedoch. Man kann nicht einfach auf dem Bildschirm nachsehen und das Bild löschen, wenn es doof aussieht. Nein, hier ist alles endgültig. Jedes Bild ist eine kleine Wette. Entweder man gewinnt den Jackpot oder man hat einen herrlichen Flop. Die Analogen sagen dann, das war Absicht, künstlerische Unschärfe. Analogfotografie ist wie eine Reise in die Vergangenheit. Ein bisschen wie das Fotografieren mit einem Museumsstück. Man weiß, dass man hier gerade etwas macht, was die Millennials als Vintage bezeichnen würden, während die Generation Z es vermutlich nicht einmal versteht. Du schnappst dir deine alte analoge Kamera, die irgendwo zwischen Omas Spitzendeckchen und verstaubten Büchern lag, und spürst sofort, das ist kein Plastikklotz, sondern echte Handwerkskunst. Sie hat Gewicht, sie hat Stil und sie macht dieses befriedigende Klick-Klack, wenn man den Auslöser drückt. Nicht wie diese leisen digitalen Piepser. Nein, hier klingt es eher, als hätte jemand gerade ein Autoteil gewechselt. Und dann ist da noch der Moment, wenn dir auffällt, dass der Film nur 36 Bilder hat. Die digitale Freiheit, unendlich viele Fotos zu schießen, existiert hier nicht. Es ist wie ein Spiel auf Leben und Tod. Nur, dass man das Leben hier in Form von Fotos verschwendet
auf denen Leute blinzeln, Grimassen schneiden oder einfach völlig aus dem Bild sind. Am Ende des Tages erinnert dich die analoge Fotografie daran, dass das Leben kein Filter ist und dass wahre Schönheit im Moment liegt. Und wenn du keinen Film entwickelt hast? Naja, dann hast du zumindest das Gefühl, ein Retro-Held zu sein. Und das ist doch auch was wert. Bla bla bla. Und dann hast du mal Weiberin so viel, gell? Na, schaust du. Naja. Gar nicht, erst im Anzug. Schau, wie so Enten. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Ach du Füll, ah ja, das ist es frech. So, das war's. Und eine Regel war ja, ich muss die Fotos in die Kamera halten. Ihr seht's, ich habe die wirklich ausdrucken lassen. Das nächste, was ich jetzt mal ausprobieren will, weil mit Analogfotografie, wie gesagt, noch gar nichts zu tun gehabt habe, wenn die Fotos eingescannt sind, ob ich die vielleicht in Lightroom nachbearbeiten kann. Mal schauen. Ist ja jetzt das Problem, weil der Scanner, das ist ja der ganz normale Haushaltsscanner, hat jetzt nicht so die hohe Auflösung. Aber ich werde mal 2, 3 Fotos raussuchen, die mir persönlich recht gut gefallen. Und dann werde ich mal schauen, ob ich die überhaupt irgendwie bearbeiten kann. Also, wenn es euch Spaß gemacht hat, den blöden Spruch soll ich nicht. Ich gehe jetzt die DJI Neo testen. Nee, gehe ich auch nicht. Machen wir nicht. Also, danke. Ciao, ciao. So, und ganz am Ende zeige ich euch noch ein Foto, was der Bernie gemacht hat. War ein super Schnappschuss, gefällt mir wirklich richtig, richtig saugut. Und dann ist aber wirklich Schluss. Ende. Kein YouTube heute mehr. Aus.